Hi zusammen, mein Name ist Mike und heute werden wir dieses wunderschöne Karibikmotiv zusammen malen. Ich zeige euch, wie es geht. Wir starten das Bild mit dem Himmel und dafür verwende ich Kobaltblau mit Windsor Blue. Hier schön die Übergänge anfeuchten mit klarem Wasser. Und dann ein wenig Payne's Grau für die Wolken. Danach nass in nass mit Windsor Blue das Meer und auch das ziehen wir schön in einem Go nach unten und gehen direkt in den Strand über mit einem Ockerton. Danach ein schöner nasser Farbauftrag mit Grüngold. Danach kommen die Palmen mit Gelbocker ins Nasse hinein, damit es schön ausblüht. Dann male ich hinten die Berge und die sollen den schönen Kontrast ausmachen zum Vordergrund. Es geht weiter mit den Schatten der Palmen. Dafür verwende ich ein Grün und für die Strandbereiche permanent Alizarin-Karmesin in der Mischung. Ein paar Spritzer hier und da dürfen nicht fehlen in der Wiese. Ich tippe da auf den Pinsel mit meinem Zeigefinger. Immer schön lächeln. Ein weiterer Farbauftrag über das Meer. Ein wenig Trockenpinseltechnik. Danach sind die Palmen dran, die Stämme, ein leichtes Grau. Jetzt schön locker ein paar dunklere Tonwerte bei den Palmen einsetzen, variieren zwischen Trockenpinseltechnik und feinen Linien, kalligraphiemäßig. Am Ende sollte es einfach aussehen wie Palmen. Die Palmen benötigen noch ein paar Querstreifen und im Hintergrund braucht es noch ein wenig Dunkelheit, damit der Vordergrund noch mehr heraussticht.
Es folgen hier und da Details und Dunkelheiten, Schatten, Gräser. Ein paar fancy Spritzer dürfen wieder nicht fehlen und zu guter Letzt füge ich noch etwas Titanweiß ein, da mir das Weiß der Wellen etwas abhanden gekommen ist. Damit habe ich im Sketchbook ehrlich gesagt kein Problem, das ein wenig einzusetzen. Im darauf basierenden Aquarell würde ich genauer planen. Ja, ich hoffe, das Video und das Motiv hat euch gefallen. Gebt mir gerne Rückmeldung unten in den Comments. Liked das Video gerne. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit und einen inspirierten Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.